herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper und ich crafte hier ganz wild entschlossen und mit ganz viel Klebstoff, wie man sieht, ein Fragen des Lebens Junk Journal von meiner Oma, die 93 wird. Und im letzten Video, im vierten Video, haben wir gemeinsam hier so mal die Inlays gebastelt, die hier überall im Journal verteilt werden, weil es sind 160 Fragen, die hier untergehen wollen. Und ja, dementsprechend möchten 160 Fragen auf 88 Seiten und Inlays untergebracht werden. Wir haben ganz viel vorbereitet. Wir haben hier die Signatur schon. Und ich habe es jetzt so verteilt, dass ich mich jetzt hier ans Einkleben machen kann. Dafür nehme ich mir meinen schmalen Pinsel, weil ich hier und da einfach auch feine Sachen kleben muss, die ja ein bisschen filigraner sind. Ne? Ich benutze Junk Journal Kleber, einen schmalen Pinsel, aber hier einen Stapel von Sachen, die auf das Außencover kommen und eine ganze Reihe an Sachen, die als Innencover kommen. Ich habe aber nicht nur Junk Journal Kleber, sondern ganz wichtig ist auch Scotch Tape für die Seitenverlängerung. Das wird nicht alles irgendwie angeklebt, sondern auch manches einfach verlängert. Damit fange ich jetzt direkt an. Bevor ich es vergesse, abonniert gerne meinen Kanal und ja, habt Spaß beim Basteln. Ich freue mich über eure Anregungen und ich freue mich auch über eure Rückmeldung. Ich freue mich auch und noch mehr über ja, Kommentare, in denen wir mal diskutieren können. Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht? Und ja, was begegnet euch denn so tagtäglich bei eurem Journal-Wahnsinn? Nein, ich weiß ja nicht, wie viel ihr journalt. Ich hoffe viel. Es macht mich Spaß. Und es erfreut auch die Menschen in eurer Umgebung, jedenfalls, wenn ihr es nicht übertreibt. So, dementsprechend, let's craft. So, ich habe jetzt hier so ein bisschen das Ende angefummelt. Wenn man das, also ich habe Kleber an den Fingern. Wenn ich das Ende anpacke, dann bleibt dieser Kleber unter der Klebebahn von dem Tape. So, und wenn das auch unter der Klebebahn bleibt, jetzt hängt es an meinen Fingern, dann hat man da natürlich irgendwelche lustigen Einschlüsse. So, macht nicht so Spaß. Ich mache das meist so beim Seitenverlängern. Ich nehme dieses Scotch-Tape, ne, da wo ich verlängern möchte. Ich schiebe das noch ein bisschen höher, dann könnt ihr es wahrscheinlich besser sehen. Nicht abstürzen, Seite dich brauche ich hier. Leg mir die Seite ein bisschen hohl, wollte ich sagen. Kriege ich das jetzt so leise wieder ab? Ja. Ich liebe dieses Scotch Tape, es ist echt gut. Jetzt habe ich da ein Stückchen vergeigt einfach. Kann man nicht anders nennen. Ja, ich habe mir jetzt hier so ein ganz bisschen was abgerissen. Man sieht es auf dem Blatt nicht so, aber man sieht es auf dem Scotch Tape. Dementsprechend mache ich mir jetzt gerade das Tape hier ab. Und machen wir jetzt einfach hier so eine Bahn ab. So, zack, fertig, Abfahrt. Versuche hier möglichst gerade die Hälfte des Tapes auf hier mein Edith-Holden-Papier zu bringen. So. Ja, ein paar Pfoten kriege ich immer rein, ich weiß auch nicht. Und dann nehmt ihr diese Seite, platziert sie möglichst eng an der anderen, also an der, wo sie anschließen soll. So, dann setzt er das schon mal ein bisschen fest und einmal durchziehen. Ja, hier und da kommt mal so eine kleine Falte mit ins Papier oder wie hier so eine Kleberfoto von mir. Das ist dann einfach Kunst. So wichtig ist, dass ihr das beim Umschlagen auch noch hinkriegt. So, also was hier zum Beispiel, was ich hier einfach noch schön finde, deswegen nehme ich einfach mit Stanzer, ist, wenn die Ecken des einzuschlagenden Dingens einzuschlagen, Papier ist ein bisschen rot. So, zack. Und schon haben wir eine Seitenverlängerung mit zwei Fragen. Die Fragen kann man dann hier beantworten. Vielleicht mache ich da oben sogar noch eine Ja-Nein-Frage mit rein, das weiß ich noch nicht. Hier kommt wieder ein Teil, den ich mit Junk Journal Kleber mache. Und zwar würde ich jetzt hier diesen Umschlag an diese Seite pappen. Und auf der einen Seite, dass man hier aufmachen kann und sich dann entsprechend die
Schriftstückchen da rausnehmen. So, das ist mein Plan. Ich möchte immer nicht zwei Sachen hier so ausklappen auf einer Seite, deswegen packe ich auf diese Seite hier die Lasche und klebe die auch anständig fest, dass sie sich nicht irgendwie verpieselt. Die Umschläge übrigens, die habe ich auch selbst gemacht. Die sind relativ, sagen wir mal, in Anführungszeichen relativ einfach. Die sind deswegen einfach, weil ich mir eine Schablone gebaut habe. Ich habe mir eine Umschlagschablone gemacht, also nicht nur eine, um genau zu sein. Ich habe mir, ich glaube, 3, 4 oder 5, also nee, mehr als 3. Zumindest 4 Schablonen habe ich mir gebaut, aus ziemlich fester Pappe, und die kann ich einfach benutzen, um mir selber die Silhouette von dem Umschlag zu schneiden, anzuzeichnen und dann entsprechend zu schneiden, damit ich hier diese Umschläge mache. Also ich gucke gerade mal, der große, der sitzt in der Mitte, den hier setze ich jetzt mal nach oben. Oben ans Blatt. Ich schlage den mal ein, dass das hier so ein bisschen raussteht. Ich möchte, dass das so ein bisschen hier erhabener ist als die Seite selbst. Nur so ein bisschen, ein paar Millimeter. So, zack, Umschlag drin. Nächste Seite. Gucke ich mal, hier habe ich mir diese Ecke reingeholt. Diese Ecke möchte hier auf die Rückseite von dem Heinzelpapier wohnen. Wenn man so eine Ecke aufklebt, also Mann, weiß ich nicht, wie das macht, aber der Crafter als solches oder die Crafterin einen ganz schmalen, aber dennoch kräftigen Kleberstreifen. So kräftig meine ich nicht so mit Klebersparen, also macht da nicht so eine halbtrockene Kante hin, weil das löst sich dann vielleicht doch. Also macht wirklich was, der Kleber darf glänzen. Und wenn ihr das hier mal auftragt, darf da ruhig schon ein bisschen Kleber drauf sein. Wichtig ist natürlich, hier 2 Kanten machen. Und ja, unter die 3. Kante kommt natürlich das, was man da reinstecken möchte. Kommt die Ecke auf die Ecke. Ich mache das jetzt nicht ganz auf Naht, sag ich mal. Nicht ganz spack. Ich möchte einen weißen Rand da drumherum haben, damit der, sag mal, Distressed Rand ein bisschen rauskommt. So, und jetzt haben wir natürlich immer das Problem. Wann immer man hier irgendwie was anklebt, wenn es nicht gerade mit Tape ist, und man blättert da nach oben und drückt irgendwie drauf, kann da immer mal so eine kleine Klebernase rauskommen und dann die Seiten zusammenkleben. Deswegen meine Empfehlung, erstmal locker bleiben. Also locker machen. Hier haben wir nämlich schon wieder eine Seitenerweiterung für den Spring. Das Schöne ist, das klappt man aus und hat hier direkt den Platz zum Schreiben. Das heißt, diese Seite darf nämlich noch hier, wie heißt es, noch weitere Fragen aufnehmen. So. Das Scotch-Tape neigt sich auch ein bisschen dem Ende zu. Ah, ich weiß, was mehr gibt. Ah. Der auch so einen richtig schönen Bastelschrank, wo da so Nachfüllsachen drin sind. So Tape und Kleber. Ich habe so ein Ding. Und da sind nämlich auch meine Laminierfolien und so ein Kram drin. So, hier bin ich nicht ganz in der Kante, aber da bin ich drüber. Das heißt, bevor ich das jetzt anklebe, muss ich natürlich hier diesen überstehenden Rand kürzen, weil ich sonst das Falsche mit anklebe. Also dann klebe ich das mit an, die ich gar nicht ankleben möchte. Ich hätte, ist das alles nicht so leicht. Nein, ich habe eigentlich keinen, aber manche Tage gibt es einfach einen Körperklaus oder so. Ja, bin noch geflucht. Ich mache jetzt hier die Verlängerung von dieser Seite. So, das hier auch so drüber zu ziehen, dass ich möglichst nah an der Kante bin, ohne zu überlappen. Das ist eine wichtige Info, nicht überlappen. Sobald du überlappst, kannst du nicht mehr falten. Also kannst du nicht mehr blättern. Falten. Falten kannst du immer noch, aber blättern kannst du nicht mehr. So. Schwupp. Springtime auszuklappen. Ich habe die beiden extra übereinander gelegt, dass ich mir hier so ein bisschen Luft schaffe für die Seiten, die ich mit dem Tape irgendwie erwischen möchte. So, hier ist noch so gar nichts. Das ist aber nicht schlimm. Das muss auch nicht auf jeder Seite irgendein besonderer
Kram wohnen. Wobei ich das ja wundere, dass ich zwei Urnen habe. Aber gut, ich werde da bestimmt noch was machen. Das Ding würde ich jetzt, so hin packe ich dich, oben und Mitte. Ich glaube, ich packe dich nach oben. Den kleinen Eisvogel. So, der kleine Eisvogel möchte mit Junk Journal Kleber an die Seite gebastelt werden. Und er klebt. Gebastelt ist er ja schon. So, und auch wenn er an diesen Seiten rumrandaliert, ne? Der Junk Journal Kleber, der zieht schnell an. Das ist fein. Der hält quasi schnell die Seite fest, aber so bis ins letzte Trocken wartet echt einen Moment. Also Moment heißt echt ein paar Stunden, wenn man sowas macht, wie zum Beispiel jetzt meine Covergestaltung von dem Cover für dieses Buch. Da dürfte auch ruhig mal so 24 Stunden warten, bis man da wieder drauf packt. Also wenn das richtig fett eingematscht ist. Das hier, sag ich mal so zum Aus- und Einklappen, ohne dran zu ziehen, kann man direkt benutzen, beziehungsweise direkt weiterblättern. Nur mind the glue. So, jetzt haben wir wieder zwei Seiten ohne. Wie gesagt, so viele Fragen, wie ich hier habe, und das sind ja 160 Stück. Ja, 160 Seiten, 160 Fragen, 88 Seiten. So. Aber dieses Vögele, die kleine süße Vögele, möchte ich hier an den Rand packen. Oh, ich habe es in sich angeklebt. Und dann kann man das nochmal, sag mal, nochmal blättern. Das ist vorne und hinten jeweils eine Frage drauf. Und es soll natürlich auch, sag mal, auf dieser Seite noch eine Frage Platz finden. Deshalb habe ich jetzt hier einfach mal nur gefaltet, ne? Also ja, nur so gefaltet, gefalzt, um genau zu sein. Damit einfach diese Kante, die ich aufkleben werde, das Blatt einfach schnell und gut hergibt. So. Und jetzt möchte ich nämlich nur diese blaue Kante ankleben und nichts anderes. Das ist jetzt hier mein Plan. Hier habe ich nichts, wo ich das so um die Seite drumherum legen kann, was einfach für sich zu blättern ist. So, jetzt mit sowas wäre ich zum Beispiel jetzt vorsichtig mit dem Junk Journal Kleber. Da würde ich jetzt nicht so großartig dran rumrandalieren. Bevor ich euch jetzt hier wieder stundenlang vollquatscht, ich werde jetzt hier weiterkleben und werde einfach den Film laufen lassen und euch ein bisschen Musik gönnen. Und später, wenn dann, sagen wir mal, die Sachen an Ort und Stelle sind, dann schalte ich mich wieder per Sprache ein. Und erzähle euch, was als nächstes kommt. Das hier wird jetzt nämlich eine ganze Zeit dauern. Also, genießt das Craften.
da bin ich wieder. Wir haben jetzt einiges geschafft. Die ganzen Sachen, die vorbereitet waren, sind eingeklebt. Und nun habe ich hier hinten noch dieses Ding. Diese Drehfaltkarte, um genau zu sein. Die möchte in der Mitte ein Loch haben. Jetzt frage ich mich gerade, wo ist denn noch gleich mein Geodreieck, was ich gerade noch hatte? Nicht da, so ein Scheiß. Nehmen wir doch das wieder. Diese Drehfaltkarte, die wird sich nicht von dieser von diesem Papier mehr wegbewegen. Dementsprechend kann ich hier völlig tief entspannt einfach ein Kreuz ziehen. Von Ecke zu Ecke. Es muss auch nicht ganz perfekt sein. Also von Ecke zu Ecke messen. Und in der Mitte, wo die beiden Linien sich treffen, zack, Mitte des Quadrats. Das Spiel kennt ihr ja bestimmt aus der Schule. Oder keine Ahnung, sonst woher. So, und jetzt möchte ich hier mit meinem Crocodile Big Bite 2 ein Loch reinstecken. Simpel und einfach komplizieren. Loch rein. Oh mein Gott, sie zerschrottet die Karte. Nein, tut sie nicht. Sie hat eine Idee. Und zwar soll dieser Brett hier, der Herzchen-Brett, das Ding halten. Und das soll dann drehbar sein. Das sollte auch hier funktionieren. Ich muss das, darf es noch nicht so fest machen, dass es ist. So, also. Klar, so rum ist es normal. Aber so, dass diese Karte einfach hier in sich drehbar ist. Easy peasy. Jetzt muss ich mir nur den Platz aussuchen, wo sie hin soll. Und auch da muss ich natürlich ein Loch reinstechen. Ich finde, hier ist sie gut. So, und genau an dieser Stelle, ohne eine schöne Edith Holden-Seite zu piercen, habe ich jetzt dieses zweite Loch aufgestochen. Ich muss mir nur dann irgendwas überlegen, wie ich die Rückseite von dem Brett, da wo quasi die, naja, die Arme auseinandergehen, sag ich mal. Wo ist er denn? Da, wo die kleinen Flügel, also diese Klemmen, hier auseinandergehen. Und durch. Wieder angedrückt. Aufgebogen. So. So schaut das aus. Die Drehfaltkarte. Hier sieht man jetzt natürlich diesen Nöpsi. Da werde ich mir auf jeden Fall noch irgendwas überlegen. Vielleicht ein Sticker oder so, der denn da drüber kommt. So, meine Kehle ist ziemlich trocken. Merkt man. Merke ich. Hört man. Hört ihr. Jetzt haben wir erstmal so die ganzen einzelnen Stückchen, die hier drin wohnen wollten, schon mal untergebracht. Das ist der erste Streich. Der nächste Streich wird werden, wie kommen die ganzen anderen Fragen, und es sind noch echt viele über, wie kriegen wir die hier noch verteilt? Und da werde ich ein bisschen was vorbereiten und dann wahrscheinlich wieder so ein Speed-Video machen, dass ihr teilnehmen könnt, ohne euch irgendwie großartig zu langweilen. Ich hoffe, das gelingt mir. Da würde ich mich total über Rückmeldung freuen, ob es mir gelingt. Ja, und generell freue ich mich über Abonnenten, über einen Daumen hoch, über Kommentare, Diskussionen, Ideen. Also legt los, Leute, jetzt seid ihr dran. Das nächste Video kommt bestimmt, denn dieses Journal ist noch nicht fertig. Ja, ich sag mal bis demnächst und bis demnächst in diesem Kino.